Hallihallo und herzlich willkommen beim Stream Formel 1 2020. Ich muss ja noch was hin und her schieben, dass ich alles sehe. Dass ich mein Mikrofon sehe, die Audio. So, los geht's. Unser Auto hat ein wunderhübsches neues Design dafür. Gescheitert. Das ist nie gut. Hier läuft das zum Glück. Hier kann ich es gleichzeitig machen. Also wir müssen übelst auf die Strapazierfähigkeit gehen. Wenn ich jetzt schon einen Motor nach drei Rennen... ich zeige euch mal mein... Die 1, das müsste ich vielleicht noch tauschen. Aber erstmal für Training fahren wir Verbrennungsmotor 1. Wir gucken mal, wie es ist. Wenn wir eine Strafe bekommen, kriege ich halt eine Strafe. Ja. Ich muss noch kleine Anpassungen mit meinem Streaming-Programm jetzt in nächster Zeit mal treffen. Ja, mal schauen, wie sich das verhält. Let's go! Hallo Toni, welcome. Gehen wir mal hier drauf. Nachrichten. Racing. Okay. Wenn ich jetzt tausche. Ah, okay. Ich muss es im Training umbauen, das ist wichtig. Jetzt nur Fahrhilfen muss ich gucken. 70, hatte ich das denn schon mal hochgeschraubt? Ja, ich lasse das mal 75 hier niedrig. Ich übe immer mehr, gucken, wie es jetzt klappt. Ja, Tranik, ich bin Tranik und Quali. Gut, dass ich kurz gefasst hast. Auf geht's. Zandvoort, neue Strecke, besteht fast nur aus Kurven, Session Optionen, was sind die Teamziele? Schnellster Sektor. Okay. Dann schnell eins aus dem Steam Workshop Laden war. Ja, das was du mir gesagt hast, hat wohl funktioniert. Ich habe da irgendwas rumgeklickt. Keine Ahnung. Ja. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für das Rennen und die Werkteams. Ich habe da irgendwas rumgeklickt, irgendwas hat funktioniert. Aber oh, das Design sieht ja geil aus. Darf ich schon? Ah, war noch gar nicht. Bremse. Ah. Speed. Speed. Naja, für die Streckenakklimatisierung kann das ja kaputt sein. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint so geringfügig zu sein. Naja, alles in Ordnung. Das Problem nicht zu verschlimmern. Ich muss vorsichtig fahren, um das Problem nicht zu verschlimmern. Okay, den habe ich nie bekommen. Kriege ich diesen? Ist das Lando gewesen oder was? Sciency? Sciency. Du näherst dich der DRS-Zone. Halte für den Aktivierungsbereich der LFA im Auge.
Norris. Übel scheiße. Fährt sich übel scheiße. Das ist so scheiße, Mann. So viel geübt. Mensch, Norris, Lando. Scheißpunkte. Was? Kommt zu langsam beim ersten Tor. Lando, du hast mir die Runden versaut. Ups! Mein Frontflügel ist beschädigt, da wird die Performance beeinflusst. Ja, ja. Fuck. Fuck. 305 Punkte sind angefallen. Können wir nicht mal ansatzweise dahin. Ich scheitere doch nicht gleich im ersten Versuch hier. Klappe. Eva fährt. Naja, Schaden. Fuck. Rotz. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ja. Ja, ich wollte mal mit Flügeln. Kann ja mal passieren. Probier das ohne. Obwohl sich's fährt wie auf rohen Eiern. Aber immerhin fahren wir im vierten Saisonrennen schon mit neu im Design. Ja, besonders vorsichtig. Ich bin schön gedriftet. So, hier rüber.
Hoppala. So knapp. So, ganz vorsichtig. Nix, Frontflügel kaputt machen. Sonst gibt's böse Worte vom Toni. Verliert denn so viel Zeit? Oder wo? Das mit dem Bremsen muss ich noch üben. Jawohl, geschafft. Das ist Rennen 5. Ah! Chinatown war Rennen 4. Sorry, es ist Rennen 5. Ja, gut, okay. Ein Design aller 5 Rennen. Muss ich mal kurz was am Auto tun? Nein, nicht beschleunigen. Ach. Benzin, Management. Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Das war Ende vom letzten Stream, da bin ich 7. geworden. Oder 6. Also irgendjemand Großes ist ausgefallen und ich bin noch. Also zwei Großen sind ausgefallen und ich bin vorgerutscht. Aber schön, dass du so an mich denkst. In diesem Programm möchten wir, dass du dich auf Techniken zum Benzinsparen konzentrierst. Lift and Coast. Lift and Coast, ja. Kurveneingang und so viel wie möglich. Habt ihr hier schon. Norris. Ah! Norris. Huhu. Zeigen, dass ich wenigstens schneller bin als Norris. Der hat den perfekten Saisonstart für sich als nicht mehr Rookie abgelegt. Nach seinen erfolgreichen Einsätzen bei Notze Bach GP, Notze Australian GP und was auch immer. Irgendwie schluckt das Auto ganz schön viel Sprit. Das war eine akzeptable Runde. Du schaffst Glück gehabt. Definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Lift in Coast noch vor der Ziellinie getan. Wir sind auf zwei ziemlich verschiedenen Programmen, der Herr Norris und ich.
jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Abstand. Ja! Lendobot, zieh zurück in die Garage. Puh. Ja, ist doch ganz gut, die Punkte, die ich jetzt gesammelt habe. Was ist denn die durchschnittliche Temporadargeschwindigkeit? Temporal. Wow. Wow. Gott, bin ich weit weg. Ja, dann gehen wir einfach mal so raus. Fliegende Runde. Wenigstens Temporal da. Und nochmal ein bisschen üben. Mit meinem Bremspunkt, wenn ich noch ein bisschen klarkomme. Wo ist denn hier das Temporadar? Da war's. 20. Bist du verletzt? Ei! Ja, die Marshals sind auf dem Weg. Ja. Wenn ich abfliege, dann richtig. Wollte ich mal nur so gesagt haben. 1 von 5 im eingesetzt. Ich wollte eigentlich reduzieren. Garage. Hui. Hui. Aber ich... Also sehen wir uns unsere Alter, Jordan King! The King! 15, Alter, der ist 4 Cent schneller als ich. Tja, der Jordan. Weist er mich in seine Schranken. Er weist mich in die Schranken. Bin doch gar nicht so schlecht. Ja. Schnell rausfahren wegen schnellster Rundenzeit im Sektor 1 und schnellster Rundenzeit im Sektor 2. Sektor 3 ist schnell zu tun. Hier muss ich einfach nur der Erste sein. Einzusetzen.
Jawohl, komm, 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 komm. Ja, Mann. Back in Garage. Und ich müsste auch die anderen beiden Teamziele erfüllt haben. Nein. Fuck. Wieso muss das immer Qualifying Tempo-Programm stehen? Puh. Wichtig jetzt. Ja, der Mercedes muss erstmal weg. Wieso ist jedes Mal Lando hinter mir? Doof. Das wird mich noch umbringen. Die Scheiße hier. Come on, go, 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 go. Also auf der Geraden verliere ich Zeit. Das ist 15. Okay. Wertvolle Informationen daraus gezogen. Scheiße. Es ist open. Jawohl. Ja, gut. Hab nichts optimal. Oh, ist das wichtig hier, die ganzen Scheißprogramme abzuschließen. Was muss ich tun, Jeff? Für ein paar konstante Rundenzeiten. Wir benötigen brauchbare Daten, damit wir die Rennstrategie ausarbeiten können. Erfordert aber hier von mir keine Wunder. Oder erwartet keine Wunder. Out, 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 out. Innen, innen, innen. Out, 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 out. Innen. Außen. Du bist aber hier in Holland auch relativ in einem sehr hohen, häufig, relativ häufig in einem sehr hohen Gang. Nutzt das GAS ja dann wirklich zum Überholen. In
Außen. Ach, außen. IAS. IAS aus. Innen. Außenkörb. Innen nicht auf Sand kommen. Gas. Rücken kratzen. Weiterfahren. Ey, war ziemlich gut. Das war ein bisschen schlecht, die Kurve. Aber das können wir durch ein bisschen mehr RS-Einsatz hier ausbauen. Come on, come on, come on. Schön. Und jetzt kommt man hier. Das erste Mal die Kurve perfekt genommen. Das erste Mal. Und so, somit gewinne ich auf der Geraden mal Zeit. Wenn ich außen anfahre, dann Scheitelpunkt innen bin, dass ich dann perfekt rauskomme, gerade in der Kurve, in dieser Steilkurve. Das ist dann hiermit besser gelungen. Außenkurb, ah, Sand. Zu doll abgebremst. Hey, was ist denn mit den Leuten über mir los? Spielen die Bowling? Es ist gleich aufgebraucht. Bumm. Zu weit in. Das hat Zeit gekostet. So. Oh, großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Ja. Weiter so. Weiter, wieso weiter? Weitere Fahrten für genauere Daten. Ich fahre jetzt mal ohne großartig RS. Komm, jetzt müsste ich auf den Scheitelpunkt kommen und dann perfekt rauskommen. Hier kurz ERS, wieder weg. Ja, den Körper darf man nicht mitnehmen. Hier ein bisschen ERS rauspumpen. Es wird immer knapper. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Ich hab doch viel mehr. Scenario 8. Now, Scenario 1. Congratulations. Ah, fuck. Ja, ist in Ordnung. So wie es lief. So. Ja moin. Bonuspunkte. Schaffe ich noch einen Rang? Oh, heute schaffe ich noch einen. Ah ne, habe ich erst 1000 Stripes.
Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Der Ingenieur, Alban und... Der Ingenieur, ich habe ihn jetzt umbenannt. Das war's, das Drehen ist offiziell beendet. Ey, Motor wird noch ausgebaut. Ach ja, umändern, ja. Rechtaste. Das mache ich jetzt am besten gleich, die Motorteile. Das kann ich noch lassen. Das ist bei 45. Steuerelektronik ist bei 37. Oder soll ich zur Sicherheit meinen Energiespeicher auch austauschen? Das würde ich jetzt nicht tun wollen. Ich riste hier gleich den Rotz aus. Ne, ich mache lieber nach der Reihenfolge. Ja. Simulation. Und wir haben abgeschnitten in der Simulation. Okay, wow, 577. Das ist wichtig. Ja. 8%. Ja, okay. Über 50%. Ja gut, das war ja 37, das konnte ich also noch. Ja. Nutze den Automonitor. Ja, tue ich. Oh, ich habe Nachrichten. Kurve 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, dort vorne, ja. Die ich jetzt mal verkackt habe. So, F und E-Baum. Wir benötigen... Strapazierfähigkeit ist noch... Wann seid ihr fertig? Schauen wir mal. Aktive F und E. Montag. Was haben wir denn heute für einen Tag? Das ist Mittwoch. Saisonergebnisse. Shanghai 6er sogar. Krass. Da war es nämlich ein DNF bei Bottas. Ja, Bottas ist wohl nur ausgefallen. Schnellste Rennrunde hatte ich in Australien. Krass. Okay, ich habe verloren gegen Hass. Der Hate hat einen großen Sprung getan, was wir nie getan haben. Wir müssen jetzt was für Aerodynamik. Daryl Gurney Flap. Nee, ich mach lieber. Das ist das Empfohlene. So, und der Rest wird gespart. Boah, Kevin Magnussen. Auf geht's. Hallo Bullet Rider. YouTube? YT? Ist das YouTube? Auf Twitch? Exakt. Ja. Was? So, come on. Ah, okay, ich kenne das Problem.
Ich höre es auf YouTube auch etwas anders ab. Ne, Toni? Etwas anders. Yay. Ja, 1.14 ist der Raikön schon gefahren. Das ist hinter mir. Who is this? Vor mir, in front of me. War nicht so ganz super. Latifi! Ja moin! Mein Auto ist nur noch besser als eures. Fuck! Quatscht ja. Das ist die Kurve, wo ich aufpassen muss, die 11. Ja. Soll ich jetzt schon wieder die Schwierigkeit hochstellen? Ich hab Platz gelassen. Meine Güte. Session Info, ich glaube. Ja. Fahrhilfen. Ne, nicht Fahrhilfen. Hä? Okay, stimmt, das kann man ja bloß. Wir gehen zu den Session-Infos. Wir gehen weiter. Wir wählen schon mal die neuen Reifen aus. Ach gut, letzter Sektor ist beste. Mittlerer Sektor 1,2 Sekunden, erster Sektor nur eine Zehntel. Wir beschleunigen die Zeit. Jordan King fährt 7 Zehntel langsamer als ich. Oh nein! Will ich nochmal rausfahren? Ach komm. Come on. Zwei oder drei Punkte oder zwei oder drei Plätze? Würde ich nur ärgern, Toni. Alles gut. So. Come on. Ach, die Wertung, ja. Schwierigkeitswertung. Ja, machen wir mal dann 2 Punkte hoch auf die 77. Kann ja sein, wenn ich das zweitschlechteste Auto bin, laut Entwicklungstabelle, dass ich hier locker um 10. Platz mitfahren kann. Das war viel besser rausgekommen. Ja.
gut, hätte ich mir sparen können. Die Runde. Back in Garage. Ja, moin. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen. Nein, 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 nein. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste. Ja, ich hab mal die Wahlen besiegt. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Ist das echt so realistisch? Ich bin aber halt aktuell ne. Ah, jetzt weiß ich, warum ich rausfahren sollte. Ja. Hochstellen. Fünf Ohren. Immer diese Fünfer-Schritte, die tun dann so weh im Rennen. Ja, okay. Ich bin doch noch kein Experte. Ich lasse es bei 79. Aha, gut, ich soll gewinnen. Go for it. Ja, dir. Du fährst ja schon ein bisschen länger. Gehen wir die Startaufstellung der. Ja, ja, Startaufstellung. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Wow. Ja. Jo. Ah, back. Go for it. Wieso bin ich jetzt Achter? Es ist, weil ich mir die Fahraufstellung nie angucke. Leclerc hat eine Gridstrafe, denke ich mal. Boah. Das Sainz oder Norris? Norris! Fünfter! Krass. Gut. Albon auch. Mal. Ich denke mal Ricciardo auch, oder? Jordan King ist auch von 19 vor. Sainz hat noch eine Strafe bekommen. Okay, krass. Haben wir ihr Motto getäuscht? Leck, leck. Leck, leck. Ich darf kein Rennen mit den anderen gehen. Alles in Ordnung. Oh, ich bin auf der Start- und Ziellinie. Ich krieg den Bug nicht. Fuck, den kriegt der Perez. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind.
dich aufs Kuppeln vor. Ah, fuck. Das, was ich schon ewig machen möchte, ist die Starthilfe ausschalten. Vorsichtig, vorsichtig. Ich bin extra. Okay, das war jetzt nicht vorsichtig. Sorry, Ricciardo. Okay, einen Platz verloren, aber indirekt noch zwei gewonnen. Was schubst ihr mich denn? Mann, ich bin locker vor euch. Ja, der war in Ordnung, der Start. Ich habe meinen Platz gehalten gegen die Idioten hier. Nur gegen Perez, ja, der hat gleich zwei Plätze gewonnen. Ocon hat drei verloren. Ach nee, Ocon ist dann vorbei. Hä, wen habe ich dann überholt? Alter, wollt ihr denn in der Kurve einschlafen? Come on. Oh, fuck. Scheiß Bordstein. Toni? Die Zeiten stimmen hier schon wieder nicht. Aber ich lasse das jetzt so. Gelbe Flagge, hä? Grüne Flagge? Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Kimi Räikkönen? Das DRS wurde in dieser Runde aktiviert. Jetzt stimmen die Zeiten. Also, erste Kurve rutsche ich ganz schön. Oh. Scheiß Renault-Sandwich. Nee, nee, ich komm schon hier vorbei. Alles in Ordnung. Oh, DRS. Gelbe Flagge. Immer noch Räikkönen. Wartet kurz. Gegen meinen Hintermann? Ich dachte, ich verliere auch auf dem Vordermann. Oh, scheiß Randsteine. Oh. Angst, Angst, Angst.
Geh weg, Ricciardo. Do you say there's a change? Yes! Gerade so. Dieses DRS bekommen. Ich sehe nicht. Müssen wir auf den Chat gucken. Oh, hier ist zu viel los, um auf den Chat zu gucken. Boah, fuck. Das Gerutsche. Scheiß in der Achse. Geiler Intervallberg, aber jetzt ist er ja weg. Oh, ich habe schon wieder DRS. Und ich habe meinen ERS. Müsste ich mal nutzen. Oh, Mann. Ja, hat geholfen. Danke, RS. Gab wohl einen Grund, warum ich mir das so lange aufgehalten habe. Ich kenne meine Fehlerstellen. Boah. Übelst difficult hier zu fahren. Toni, wann war nochmal der Standardstopp für die Roten? War das nach 8 Runden? Oh, fuck. Ich will ihn nämlich los haben. Oh. Oh, super, danke. Das war gut rausbeschleunigt. Oh, Con hat kleine Problemchen. Ich jetzt aus dem DRS von Paris raus. Und somit hat er nicht mehr so den Flow. Come on, komm, 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 ich brauch dein DRS. Jawoll! Müsste end. Ne, hatte ich. Jetzt komme ich rein ins Rennen. Jetzt arbeiten meine Reifen.
Jawohl. Gegen Attacken kann ich mich jetzt wehren. Fuck. Und dann so ein Scheiß. Die hängen mir am Arsch. Der ist. Mich nicht. Der bremst hier bloß übelst. Wo soll ich ihn hier denn überholen? Drag is clear, drag is clear. Oh. Mann, 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 komm, komm, komm. Komm, und jetzt schön rausrollen. Nee, jetzt gerade nicht. Come on. Nein! Verdammt. Idiot, Mann, so ein Idiot der Fahrer hier. Jeff hat gesagt, ich soll auf Druck machen, also tue ich das. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Ja, Mann! Oh, können noch. Ja, Leute, ihr habt aber hübsche Anzüge. Das hinter mir. Ach, Williams. Komm, 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 komm. Unreal, ja, unrealistisch. Ich bin dahinter. Team Double Stack? Okay, Ocon auf. Und Leclerc auf Hard. Jedes Team ist aktuell besser als Ferrari. Keine Strategieabteilung und keine Entwicklungsabteilung vorhanden. Hä, ich dachte, der ist schon an der Box. Leck mit Problemen, ja. Fährt doch eine komische Taktik. Aber übelste Probleme, der war doch vorher noch 15 hinter mir. Okay, Leck aus Rennen ausgeschieden.
Oder? Ne, Box. Ist in der Box. Leck in der Box. Toni, wart auf die nächste gerade. Kannst du schreiben, wie du möchtest. Ich fahre hier mein einsames Rennen, das ist sehr schön. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,9 Sekunden. Ja. Hamilton mit der schnellsten Rennrunde. Ferrari halt. Der ist im Pit. Ja. Gut. Habe ich auch mitbekommen. Hole ich jetzt auf Elben auf oder verliere ich? Nö, bleibt so. Muss ja Ricciardo so aufgehalten haben, dass er beim Undercut. Hä? Das hat alles keinen Sinn in meinen Gedanken gerade, was ich über Ricciardo sagen wollte. Im Undercut hat er es nicht geschafft, einen Ocon zu überholen, den ich quasi aufgehalten habe. Ja, Toni, und nächstes Rennen werde ich wohl Experte. 80 fahren. Gut entwickelt, würde ich sagen. Da war das Nachwuchs-Scouting vorhanden bei dir. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Fünf Runden noch. Haben wir bloß noch 5 Runden, das ist schön. Wow. Und jetzt Tempo. Okay. Typical CMS. Wenn es läuft, fahren wir mal in Sand. Setz mal das Rennen in den Sand. Ha. Bassen. Ah, das Getriebe. Aber du musst doch noch drei Rennen aushalten, Getriebe. War das eine 6 Rennen in Getriebe oder war das 8 Rennen? Aber bei fahren Honda Motor, ich darf Kürbs nehmen, ne? Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich sehe da jemanden. Toni, wie viel Rennen brauche ich in Getriebe?
Mann. Gelben Flaggen waren noch wegen mir. Was ist ein nächstes Rennen nach Zandvoort? Sechstes Saisonrennen. Wir sind ja nun in Europa angekommen. Österreich wird es ja noch nie sein. Zwei Runden noch. War anderthalb jetzt. Jawohl. Letzter Sektor ist meine. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das ist schön für euch, dass wir nur noch Benzin für eine Runde haben. Jeff, das ist echt super von dir. Dass du mir sagst, zwei Sekunden vorher, dass das die letzte Runde ist und dann vier Kurven später, dass ich nur noch genau Sprit hab für diese eine Runde. In dem Modus, den ich jetzt fahre. Und am Ende habe ich eine halbe Runde zu viel. Darauf habe ich nicht geachtet. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Interessiert mich ein Scheiß. Sagen, wo die nächste Tanke ist, dann fahre ich mit dem Auto tanken und dann fahre ich heim mit dem Auto. Auf der Windhutze sitzend. Ja, auf Spanien. Oh. Schwierig, schwierig. War ganz okay. Okay, Mirk hat wieder gewonnen. Ah, Spanien ist schwierig zu fahren. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung. Oh, Doppelsieg, Mirk. Oh, fahre 50 Meilen. Im MyTeam. Hoah. 3000 Punkte ist ja fast ein ganzes Level. Baum. So, was habe ich freigeschalten? Den hübschen Helm und das Autodesign. Okay, weiter. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat. Ja, okay, von 8 auf 9 ist in Ordnung. Wo ist denn hier unser Freund gelandet? Lewis Hamilton die Spitzenposition in der Fahrer. Leclerc. Schnellste Rennrunde, Alter. Wo hat er mal ein Ding ist rausgehalten? Auf jeden Fall. Okay, hat drei Plätze verloren. King. Er hat heute eine Leistung gezeigt, die sein wachsendes Ansehen weiter stärken. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste. King hat hier mit dem Beten. Das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Mechanisch versagen uns wieder eine Runde zu. Mehr Formel 1 Action zurück. Ja, zwei Punkte! Leclerc. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Fragen. Ja.
ist ja nichts passiert, außer dass mir zwei Leute reingefahren sind hinten. Okay, peace. Peace out. Schön mit dir geredet zu haben. Jawohl, Podiumsplatzierung hat keiner von uns. Straffrei. Ich habe ihn geschlagen, oder? Jetzt kriege ich Bonuspunkte bei der Anerkennung. Nice. Money? Money, 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 money. Money. Müsste jetzt nicht der dritte Sponsor nicht mal freigeschalten sein? Level 6. Ne. Ach, weil ich gerade ein Autodesign freigeschalten habe. RT-Aktivitäten. Ja, beim Triebwerk bin ich halt noch relativ gut mit dabei. Bin ich hier nicht so ganz gut dabei? Hier gar nicht gut dabei. Oh. Hier bin ich jetzt gut dabei. Immerhin Alpha Tauri überholt. 1100. Ja, ist halt wichtig. Ich brauche die Einrechnungsstufe 2. MGU Cage. Und Getriebe brauche ich auch. Mann, ich brauche 2200 Punkte. So. Dann machen wir es für die Fahrer. Ah, in Spanier. Spanier. So, F&E. Aktive F&E müsste jetzt durch sein. Jo. Ja, ich kann jetzt Geld ausgeben. Das ist 2,5. Erstmal was für die Ressourcenpunkterzeugung. So, damit soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal.